worden ist. Junge Leute aus dieser Zeit haben an alternativen Lebens- und Wohnformen weitergearbeitet. Das Resultat, die Via Felsenau, ein Gemeinschaftswohnhaus, das an diesem Wochenende eingeweiht worden ist. Peter Freiburghaus zeichnet die Geschichte von diesem Haus. Am Stadtrand von Bern im Felsenau-Quartier ist in den letzten zwei Jahren ein ungewöhnliches Haus gebaut worden. Am Wochenende war offizielle Einweihung. Jetzt wohnen 30 junge Leute drin. Ihr Haus heisst Via Felsenau und sie haben es zum grössten Teil selber gebaut. Das ist die 12-jährige Geschichte von der Idee bis zum heutigen Tag. Bei der Berner Jugendunruhe in den 80er Jahren geht es hauptsächlich um den Lebensraum. Die Jungen finden keine Wohnungen mehr, sie fühlen sich nie nicht ernst genommen. Wie in anderen Städten auch, werden die Häuser besetzt. Komm, ein schönes Liedli für dich. Der Bauunternehmer Hans-Rudi Ramseyer versammelt Branchenkollegen um sich. Man soll den Jungen Gelegenheit geben, selber zu bauen, wie sie es für richtig halten. Und die machen sich erste Gedanken. Unsere ursprünglichen Vorstellungen, die wir dazu hatten, haben ungefähr so ausgesehen. Wir können zum Beispiel hier hinten am Waldrand, abgrenzt von der Autobahn, so Türme stellen mit Glocken dran, wo jeder Einzelne hier schön wohnen könnte. Die Idee des Abstellgleises kam, weil vorne hat es schon Schienen, die könnte man hinten legen. Schön separat, abgeschlossen von allem. Das sieht ein bisschen futuristisch aus. Wie ist das ja angekommen? Das war eine Idee. Ich hatte alle Freude daran. Aber es hat sich gleich mal ein bisschen konkretisiert. Für so etwas braucht es Geld. Also die Idee von einer Bank ist dazu gekommen. Eine eigene Bank? Warum nicht? Es geht so Geld. Und so sieht es 5 Jahre später aus. Im Winter 86 gibt die Stadt Bern zu diesem ausführbaren Projekt ihre Zustimmung und ein Stück Land zum Bauen gratis für die ersten 8 Jahre. Und im 91 hat man damit angefangen. Zu einem Stundenlohn von 17,60 Franken haben die zukünftigen Bewohner Schwerarbeit geleistet und damit ihren Genossenschaftsbeitrag erarbeitet oder wenigstens reduziert, damit sie überhaupt das Zimmer überkommen. Auch der junge Architekt und der Bauführer haben zu diesen Bedingungen geschaffen. Viele haben das erste Mal so eine schwere Arbeit gemacht und das gibt Hunger. Das Gemeinschaftsleben hat jetzt schon angefangen. Man hat das Haus nach den eigenen Maßstab gebaut, mit gut isolierter Lehmwand. Energie und Umwelt haben einen wichtigen Stellenwert. Warum ist es 8 Jahre gegangen, bis man hat bauen konnte? Wir hatten Einsprachen, die man auch erledigen musste. Wir haben selber auch lange geplant. Hat man sie bei den Behörden auf den Ämtern überhaupt ernst genommen? Also man hat zuerst das Gefühl, dass sie junge Leute, was wollen die schon machen? Oder die haben kein Geld, das sind Chaoten, die kommen vielleicht noch von der Jugendbewegung. Die werden auch kaum Geduld aufbringen, um so ein Haus zu bauen. Und die Ämter haben grundsätzlich einfach immer abgewartet, was wir machen. Sie haben sich fast mit der Idee abgefunden, dass das Projekt mal scheitern wird, dass der lange Atem wird fehlen. Und so hat man einfach immer die verschiedenen Ämter oder Behörden, die hier mitentscheidend waren, müssen pushen. Schließlich ist nach zweijähriger Bauzeit unter der Autobahn Bern-Fribourg das Gemeinschaftshaus entstanden. Mit einer Glaspyramide zur Sonne als Wintergarten. 30 junge Leute haben ihre Zimmer schon bezogen. Jedes hat seinen eigenen Ausgang über eine Laube, das hat die Feuerpolizei verlangt. Die Haustiere sind dafür dankbar. Eine Sonnerie mit 8 Lüdichnöpfen für 30 Bewohner, wie geht das auf? Über ein spartanisches Stegenhaus erreicht man auf 3 Stück 6 Wohnungstüren. Durch die kommt man in eine Wohngemeinschaft mit 5 Einzelzimmern, unterteilt nach den persönlichen Wünschen in einen Schlaf-, Hock- oder Arbeitsecke. Monatsmiete pro Person um die 500 Franken. Die
Die Zimmer haben eine Tür in eine gemeinsame Stube und Küche. Mit einem gemeinsamen Bad hat man also ungefähr eine geräumige 7-Zimmer-Wohnung für 5 Personen. Der Keller ist noch ein bisschen eine Baustelle. Das soll mal noch ein Quartierzentrum geben mit einem kleinen Versammlungs- und Theatersaal. Von hier aus kommt man im grossen Wintergarten. Auch der gehört zum Gemeinschaftsbereich und kann von allen genutzt werden. Leider ist er im Winter ohne Sonne eiskalt und kann jetzt, im besten Fall, zum Wäscheaufhängen genutzt werden. Warum wird man Bewohner von der Via Felsenau? Also die Idee war, selber mal seinen eigenen Wohnbereich zu schaffen. Das war schon ein Kindstraum, von klein auf. Ich wollte das gerne mal machen. Und das ist einer der ganz wenigen Orte, wo man das verwirklichen konnte, selber seinen Wohnraum, seine Umgebung zu schaffen. Und das eben nicht nur im Kopf, sondern auch mit den Händen. Das war eigentlich der Beweggrund. Kann man sich ein Heimatgefühl vorstellen da? Ja, ich denke schon. Es gibt viele Sachen, wo mir jetzt schon das Herz gewachsen sind. Also aufgewachsen bin ich in einem Block mit Flachdach, wo x Familien drin gewohnt haben. Aber das hier kann ich nicht mit so einem Wohnblock vergleichen. Am Wochenende war offizielle Einweihung vom Gemeinschaftshaus. Der Trägerverein hat alle eingeladen, die den Jungen bei der Realisierung geholfen haben. Von den Bewohnern waren nur wenig dabei. Sie haben ihre Einweihung schon vor einer Woche gefeiert. Das sind 4,5 Millionen und kostet es vielleicht 3 Millionen. Noch nicht geplant, aber als Idee in den Köpfen schon vorhanden, ist die Fortsetzung des Projekts Felsenau. Für die, die mit der Zeit nicht mehr wollen oder nicht mehr können in einer Wohngemeinschaft leben, soll es rundum Häuser geben, wo man auch als Familie, in Anführungs- und Schlusszeichen, ganz normal leben kann.